Thema Spritzgussteil. Das wird wenig von uns hier jetzt, sagen wir mal, direkt nützen, weil die wenigsten Leute hier in der Spritzgusskonstruktion unterwegs sind, aber es ist eine sehr schöne Übung, die also diese Slice Apart oder dieses Auseinanderschneiden zeigt in seiner Leistungsfähigkeit. Dass nämlich auch ein Körper als Schneidkörper verwendet werden kann in Kombination mit Ebenen. So, und jetzt haben wir hier so ein typisches Spritzgussteil, das wird dann auch per Rundmail verschickt mit so Formschrägen und so, dass es auch aus der Form rauskommt. Und dann ist es zum Beispiel so, dass man hier eine Trennfläche machen muss für dieses Werkzeug, was also auseinandergefahren wird. Also es wird zusammengefahren aus zwei Hälften, dann wird das Kunststoffteil reingespritzt und wenn das abgehärtet ist, wird das Teil geöffnet und dann fällt das raus. So, und dann braucht man eine Trennfläche, wo dieses Werkzeug sich öffnet. So, und das ist dann zum Beispiel hier an dieser Kante hier. Und bei diesem Teil wird das dann auch hier hinten und das ganze Teil selber ist auch Teil dieser Trennfläche. So, sieht man gleich, was da passiert. Dann geht hier auf die Kante, macht daraus die Arbeitsebene und erzeugt jetzt hier eine Umrandung, die einen Teil dieser Trennfläche, wo die Trennfläche quasi aufhört in dem Körper. Kann das dann mit Part Design Subshape Binder am Stück erfassen. So, und dann wäre das hier zum Beispiel dieser Würfel, dieses Werkzeug im Rohzustand ungeschnitten. Und um diesen Würfel herum zieht man dann großzügig ein Rechteck. Weitere Ebene und kann dann die Sachen so abziehen mit Downgrade. Und hat dann genau das jetzt hier weggelassen von dieser Schneidebene, was gelassen werden muss, nämlich an der Stelle ist der Körper die Schneidebene. Ja, also bis hierhin ist es die Ebene, dann kommt der Körper und hier ja, muss es wieder eine Ebene sein. So, und dann wählt man das wieder an, wie vorhin auch, die beiden Kanten, gleiches Muster. Subshape Binder. Und jetzt wird dieser Klotz hier eingeblendet, der quasi jetzt noch am Stück ist, der geteilt wird. Das sieht man gleich. Was dann die beiden Werkzeughälften darstellt zum Spritzgießen. Und jetzt kommt eben diese leistungsfähige Sache, dass man diesen Würfel anwählt als weiches Teil, was sich verändert. Und dazu mit gedrückter Steuerungstaste das Teil selber, was als Schneidteil fungiert. Dann die Schneidebenen, die beiden. Und das wird dann alles am Stück geschnitten. Das ist sensationell. Und wenn es hier auf Part geht, auseinanderschneiden, sieht man jetzt noch nicht, was passiert ist. Aber wenn man jetzt das verschiebt mit Transformation, dann sieht man, dass jetzt hier das Werkzeug entstanden ist, was also der untere Teil ist. Wenn man das obere Teil noch wegschiebt, dann bleibt hier der Schneidkörper quasi übrig, den kann man dann ausblenden. Aber man sieht dann, dass quasi jetzt hier oben das obere Teil des Werkzeugs perfekt definiert ist mit dieser Geschichte hier, mit der Schneidebene. Das untere auch. So, es ist zum Beispiel so, dass der Abstand von dieser Ebene zu oder
anders, das kann man sehr schlecht sehen, da ja, zu diesem Gegenstück eben genau die Materialstärke ist. Ja, also wenn man jetzt das jetzt hier ausblendet und wir zusammenschieben würde, dann ist ja genau dieser Körper als Luftraum hier drin. Und wenn man da jetzt Kunststoffflüssigen reinspritzt, dann würde genau dieser Körper entstehen. Das ist die Technik beim Spritzgussverfahren.